Als ich 17 Jahre alt war, begann sozusagen meine erste Geschichte als Motorradfahrer. Ich habe mit dem Führerschein und dem Personalausweis meines Bruders mich über die Grenze nach Belgien und habe dort auf einer Auktion in der belgischen Polizeimaschine erstanden. Ich baue gerne reduzierte Motorräder, einfach ein starrer Rahmen, zwei Räder, Motor, möglichst keine Farben. Denn shoppen heißt für mich weglassen. Das interessiert mich. Also wenn es eine kleine technische Lösung gibt, Details, Herausforderungen. Und alles, was ich tue, ist aber immer eine Hommage an das, was war.